Ja, hallo, ich bin der Bavaro Berwan, Torhüter vom LASK. Ich habe heute die Ehre, dass ich den Hannes Trinkl treffe. Grüß euch, Hannes Trinkl, Kapitän der Sportfamilie. Eine besondere Ehre, ich habe einen besonderen Gast, Bavo vom LASK. Es freut mich und wir werden uns ein bisschen über Sport unterhalten. Grüß dich, freut mich, dass du gekommen bist. Komm rein, da draußen ist kalt. Ja. Kapitän von einer Mannschaft, glaube ich, ist ja nicht so einfach. Es ist so, dass du zuallererst einmal das wirklich vorleben musst, dass man sich auf dich verlassen kann. Erst dann kannst du natürlich erwarten, dass die Spieler mitziehen, dass du glaubwürdig bist für die Spieler. Was tust du mit den Streifeln, wenn die nicht folgen? Naja, ich bin eher der Typ, der es versucht, in Vier-Augen-Gesprächen zu lösen. Ich schaue mir oft einmal ein Spiel an und denke mir, Hacko, zack, wenn der jetzt bei mir in der Mannschaft macht, dann muss er einen rausholen und einen Fuß treten. Ja. Wie ist es bei dir? Du bist ja Teamkapitän bei deiner Kirche. Ja, gerade die Skisportler natürlich, da bin ich immer informiert und weiß auch, was da läuft und sehe, wie die Jungs arbeiten. Und das ist ja nicht jetzt ein reines Geldsponsoring, sondern das ist ein Persönlichkeitssponsoring genauso. Und das ist wirklich wie eine Familie und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Wie bist du Renndirektor geworden? Das war eher irgendwo ein bisschen ein Zufall. Ich habe halt daheim immer geholfen und wie sich das ganze Team in der FIS dann auch ausgewechselt worden ist, hat man den neuen Chefrenndirektor, dann hat er gesagt, er sollte sein Team zusammenstellen und dann haben wir es im Frühjahr mal getroffen und dann haben wir eigentlich dieselben Ideen gehabt und das funktioniert ganz gut. Mit was für einer Geschwindigkeit bist du denn so runtergegangen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Okay. Ein paar Jahre weiß ich, war Durchschnitt 114, das war das höchste. Okay. Ja. Ich war nur mit der Schule Skifahren, das hat zwar riesen Spaß gemacht, aber ich glaube, da haben wir sogar mal so eine schwarze Piste gesehen und ja, wenn du dir da vorstellst, dass die Das ist gleich normal, weil ich wollte auch immer Fußball spielen. Wir waren in der Schule, ich bin in die Skihauptschule gegangen, 11 Burschen, 3 Mädels und die haben mich nicht spielen lassen, mehr ein Mädel spielen lassen. Okay. Nicht einmal ins Tor haben sie mich lassen, das hat mich echt geärgert. Ja. Ich echt das heißt was, weil normalerweise schickt man die ins Tor, die was. Ja, die was irgendwo blind sind. Ja. Mein Vater hat mich genommen, hat mich reingestellt und hat gesagt, du lernst das nie. Ne? Okay. Gott sei Dank, in Hinterstadt gibt es einen sehr, sehr starken Skiverein und da habe ich dann das Skifahren gelernt und dann irgendwann einmal, wir haben die Skihauptschule in Windischgassen vor der Haustür und das war dann eigentlich genau das für mich und ab dann ist eigentlich, ja, arbeitet man so, wie halt jeder andere Sportler auch arbeitet. Ne? Okay. Wie war es bei dir? Ich bin in Kroatien auf die Welt gekommen, bin dann mit 4 Jahren nach Österreich gekommen und mit 8 Jahren habe ich dann zum Fußballspielen angefangen. Okay. Mit 18 Jahren habe ich dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben und bin dann ein halbes Jahr nach Pasching gewechselt. Dann bin ich zum LASK gekommen 2010 und da waren einige Tiefen dabei. Jetzt sind wir eben dort, wo wir immer hin wollten. Ich glaube, im Sport ist es immer so, dass das nicht nur so geht, sondern oft einmal muss man ganz schön weit ins Tor runter oder denkt man sich, Hacko, Zeit, kann es überhaupt noch tiefer gehen und es geht nur tiefer. Ja. Also mir hat immer der Strobi Fritz fasziniert. Aha. Wenn der schlecht gefahren ist, der ist im Zug gestanden, eine halbe Minute, dann hat er so gemacht und dann war das gegessen für ihn. Weil ich habe einmal aussehen müssen und einmal mich 2 Stunden abreagieren oder sonst irgendwas, dann erholt man sich eh wieder und denkt dann den nächsten Tag oder was kann man besser machen. Genau. Okay. Ich bin jetzt nicht so, dass mich das jetzt beschäftigt und ich denke mir, ich mache alles richtig, sondern ich hinterfrage dann schon gewisse Sachen. Ja, ich finde auch so ein Waldspaziergang, der holt dich wieder zurück ins Leben, der gibt dir so viel, oder? Also, der tankst da wahnsinnig viel Energie und. Dann denkst du, Scheiße, morgen mag ich es besser. Genau. Ich möchte ein kleines Geschenk übergeben. Das ist ein Trikot von uns. Vielen herzlichen Dank. Eine unglaubliche Ehre für mich. Ich werde sicher einen Sonderplatz kriegen. Alles Gute. Ja, danke. Danke und danke fürs Trikot. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Ja.